Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Hier brennt vielleicht das Moor, aber keinesfalls der Baum, sagt Christian Neidhardt, der Trainer vom tabellenletzten SV Meppen. Raus aus dem Keller will er. Dafür muss aber erstmal Unterhaching, der Zweite der Liga, bezwungen werden. Rein ins Spiel, Meppen in Blau mit einem richtig starken Beginn. Die Gäste aus Bayern werden in Einzelteile anfangs zerlegt. Das ist Kleinsorge. Undav! Die Perle trudelt an den Pfosten. Die beste von einigen guten Möglichkeiten der Meppener in der Anfangsviertelstunde. Kleinsorge ist verunglückter Abschluss, bringt beinahe Undavs erstes Saisontor. Klaus Schramm und Harings Trainer hat einiges umgestellt heute. Mit Dombrovka und Bauert mal zwei echte Außenverteidiger für Welsmüller und Winkler dabei. Von Unterhaching kommt erstmal Nix Vidovic mit dem 1:0. 32. Minute. Nicht nur verdient, sondern überfällig durch den slowenischen Innenverteidiger. 1,97 Meter groß, bedient von Posipal. Und dann am Ende kannst du sowas dann nicht mehr verteidigen. Kurz vor der Pause Haching. Vor einer Woche die erste Saisonniederlage gefangen. Heute auch erstmal Murks, aber dann ein bisschen Ping-Pong. Das Schimmer, der Ausgleich. 45. Minute. Die Bayern feiern den Torschützen. Meppen dagegen reklamiert. Schimmer soll beim Pass von Greger im Abseits gestanden haben. Es ist nicht 100%ig aufzulösen, aber tendenziell haben die Meppener recht. 20 Zentimeter im Abseits. Sei es drum, Treffer zählt 1:1 der Pausenstand. Ärgerlich für Neidhardt, dessen Mannschaft so gut, so griffig, so giftig war in den ersten 45 Minuten. Allein die Chancenverwertung war mangelhaft. Gleich nach dem Wiederanpfiff. Meppens rechte Seite völlig frei. Bigalke sieht Porat, Porat! 2:1 Haching. 32 Sekunden nach Wiederanpfiff drehen die Bayern die Partie. Beteiligt die beiden auffälligsten Spieler. Der Achinger Bigalke mit der Vorlage. Porat mit dem Abschluss. Und los geht's. Denn jetzt drehen sie durch da unten. Granatowski. Und auf der passt. 4 Minuten nach dem Rückstand. Der Ausgleich durch Dennis Undorf mit dessen ersten Profitor. Ist da vor Greger am Ball. Der ist 15 cm größer, kann den Kopfball aber nicht verhindern. 3 Minuten später, 53. Unterhaching kriegt den Ball nicht weg. Von Hake dazwischen, vor Bigalke, von Hake. Wahnsinn! Innerhalb von 180 Sekunden dreht Meppen das Spiel wieder zurück. Tolle Einzelleistung von Hake. Erst gegen Bigalke, dann Stahl ausgetanzt. Zum Schluss Keeper Königshofer chancenlos gelassen. Alles riecht nach dem zweiten Saisonsieg für Meppen. Aber dann kommt Unterhaching wieder nur 4 Minuten nach dem letzten Treffer. Masaila! Nestler! 3:3 durch Luka Masaila aus der eigenen Jugend. 4 Tore in 12 Minuten. Führung hier, Ausgleich, Führung da, Ausgleich. Irre. Ein tolles Spiel. Aber das brauchst du nicht. Du brauchst die Punkte, wenn du da unten stehst, denkt sich Christian Neidhardt. Aber selbst um den einen muss er sich noch Sorgen machen, die Nachspielzeit. Der eingewechselte Wiedemann, Domaschke. Ja. Riesentat zum Abschluss einer wahnwitzigen, atemberaubenden Partie. Am Ende trennen sich Meppen und Haching 3:3 unentschieden. Ich bin zufrieden mit dem Tor, aber nicht mit dem Punkt. Ich finde, wir hätten einen Sieg verdient gehabt nach der Leistung. Es war ein komplett anderes Gesicht als gegen Wiesbaden und gegen Rostock. Ich bin mit der Leistung zufrieden, aber leider kein Sieg. Erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Da können es fast 3:0 stehen für die anderen. Da kommen eigentlich, also wir haben eigentlich kaum Fußball gespielt und der Trainer hat uns in der Halbzeit gesagt, wir sollen einfach kicken. Haben wir dann gleich nach der Halbzeit gemacht.
Und so war es dann doch wahnsinnig unterhaltsam, nicht nur für die beiden Trainer, dank eines tollen, mitreißenden Fußballspiels.